Zombie Apocalypse. Willkommen zusammen zurück bei einer neuen Folge von Emergency 4 und der Wegberg-Mod. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Seitdem die letzte Folge nicht so gut gelaufen ist, bin ich heute mal gespannt, wie diese laufen wird. Nächster Einsatz. Ausgelöste BMA. Meldung bestätigen. Okay. Eine Brandmeldeanlage. Ist losgegangen. EW1 rückt zum Einsatzort aus. Geht auf Status 3. EW ist draußen. Mal schauen, wie das so wird. Natürlich das HLF kommt mit, die Drehleiter. Komm Leute, Kameraden, das muss schneller gehen. Wir sind jetzt wirklich in Eile. Drehleiter wird besetzt. HLF mit zwei Kameraden besetzt. Oder Personen, wollte ich gerade sagen. Na komm, macht hin hier. So, dann schalte ich schon mal alle Funktionen ein von den Fahrzeugen. DLK mit zwei Personen besetzt, die kann erstmal ausrücken. Geht auf Status 3. Los geht's. Jetzt müsste es hier noch ein bisschen schneller gehen. Was macht ein LKW? Der parkt jetzt nicht wirklich vorm Gerät da raus. Fahrzeug 9. So, vier Personen, das reicht. Komm, wir müssen los. Schickt das HLF raus. HLF ist raus und ich nehme jetzt noch zuzüglich das LF mit. Verstanden. Das Löschgruppenfahrzeug. Der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg. Na komm, los. Das besetze ich am besten mal voll. Also komplett ist es gleich besetzt. Wir haben jetzt 7 Personen im Fahrzeug. Oder 6, wir haben 6 Personen. Die Person kann gar nicht mehr einsteigen. Und LF rückt zum Einsatzort aus. LF 20 rückt aus. Jetzt hole ich noch, da wir so viele Kameraden hier noch zu stehen haben, einen MTW. Den werde ich jetzt auch noch mitnehmen. Denn man weiß ja nie, was da jetzt wirklich auf einen zukommt. Die Brandmeldeanlage ist losgegangen. Wir wissen nicht, wo das jetzt genau ist. Also ich weiß es gerade nicht genau. Es kann natürlich alles Mögliche sein. Hier ist der Wegberg App LF 20. Wir sind aus 1 zu 5. So, ich besetze den MTF jetzt einfach mal komplett, dass wir jetzt hier alle Kameraden im Fahrzeug sitzen haben. So, alle Funktionen schon mal einschalten. Ich glaube, jetzt haben wir alle Kameraden. Kann der noch mit rein? Nee, es geht leider nicht. Der ist voll besetzt. 6 Personen sind im Fahrzeug und los geht's. Geht auf Status 3 und weg damit. EW. Quatsch. MTF rückt zum Einsatzort aus. So, ein Kamerad ist jetzt hier noch. Ja, verstanden. Der passt auf die Fahrzeuge drauf auf, ne? Sieht ja auch cool aus jetzt. Schönes Bild. So. Dann wechsle ich mal jetzt auf die andere Map. So. Was haben wir da jetzt? Haben wir einen Großbrand? Haben wir einen Fehlalarm? Jetzt bin ich mal wieder gespannt, was das jetzt für ein Einsatz wird. Natürlich könnte das jetzt alles Mögliche sein, aber ich bin jetzt gegen jede Aufgabe gewidmet. Ich habe jetzt so viele Kameraden am Einsatzort, dass das jetzt auch funktionieren wird. So, dann
Sprecht mal mit mir hier. Ist das das Gebäude? 21, HLF 20, aus 1 zu 8 kommen. Hier Leitstelle Karl-Heinz-Berg, verstanden. Ich höre den ERW schon. Aber ich sehe ihn nicht. Ist auch mal lustig. Ich schätze mal, in diesem großen Gebäude ist der BMA losgegangen. Wo ist der ERW? Jetzt muss ich hier wirklich noch suchen. Suche die Nadel im Heuhaufen. Könnte jetzt diese Aufgabe hier klingeln. Geht auf Status 4. Drehleiter geht auf Status 4. Mannschaft absitzen. HLF 20 geht auf Status 4. So, jetzt fehlt eigentlich nur das LF. Das müsste jetzt gleich da sein. So, welches Gebäude ist das jetzt? Also das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, nee, die Person brauche ich jetzt da nicht ansprechen. Ich glaube, da hinten. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Da brennt's. Hinter, komm. Ich brauche unbedingt einen Sprechwunsch. Ich brauche hier einen TLF. Ich sehe gerade dort brennt die Halle. Wird das jetzt wieder ein komplizierter Brandeinsatz werden? So, Person aussteigen. Drehleiter wird jetzt erstmal aktiviert. Hier setzen erstmal die Person ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Ich werde die Person erstmal wegschicken hier. Und jetzt, liebe Leute, brauche ich den Maschinisten. Ich werde die Pumpe einmal starten. Ein Glück habe ich das LF hier. Achso. Geht natürlich auf Status 4. Die Drehleiter ist aktiviert. Ich kann da jetzt eigentlich theoretisch schon einsteigen. Los, kommt. Warum möchte da jetzt niemand rein? Komm, mach Lack hier. Ich glaube, der MTF ist auch noch am Einsatzort eingetroffen. Wunderbar. Geht auf Status 4. Dann brauche ich sofort einen Verteiler. Und natürlich einen C-Schlauch. Was ist denn jetzt hier los? Warum möchtet ihr jetzt nicht löschen? Zumindest kühlen. Das funktioniert gerade wieder nicht so, wie ich mir das so vorstelle. Haben wir irgendwo einen Hydranten? Wir brauchen natürlich noch eine Wasserquelle. Wir hätten da hinten noch einen Unterflurhydranten. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Das ist natürlich jetzt überhaupt gar nicht gut. Doch, da haben wir was. Sehr schön. Also sofort ein Standrohr aus dem Fahrzeug entnehmen. Die Kameraden aus den LF werden jetzt erstmal einmal absitzen. Und die Pumpe natürlich starten. Bring bitte die Person da weg von der Drehleiter. So, dann sofort ein Standrohr aus dem LF entnehmen. So, dann legst du das mal wieder ab, bitte. Dankeschön. Strahlrohr wird genommen. Standrohr hat er in der Hand. Auf dem Weg. So, läuft jetzt dahin. Also das wäre jetzt natürlich sehr erotisch, wenn er das jetzt machen würde. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug 9 hört. Erste Lagemeldung von der Endestelle. Baum auf Auto. Baum wird von uns beseitigt mit der Kettensäge. Weitere Rückmeldung. Was haben wir denn jetzt hier in HLF 20? Wieso haben wir denn noch eins jetzt? Jetzt blicke ich gleich mal durch. Das wollte ich doch gar nicht. Sprechwunsch, komm. Was soll ich jetzt mit dem LF 20? Von wo kommt das? So, ist das jetzt... Hast du das jetzt irgendwie... Oh Gott, was machst du hier? Warum? Bitte, was ist jetzt... Warum funktioniert das schon wieder nicht?
wisst ihr was, ihr geht jetzt einfach vor mit einem Feuerlöscher. Schon unterwegs. Von Wegberg 11 MTF von Leuchtreferenz herkommt. So, schnelle Nachalarmierung. Wir brauchen hier ein TLF. Sonderrechte frei. Feuerlöscher in die Hand und sofort rein da. Wir dürfen natürlich jetzt nichts riskieren und gar nichts verlieren. Wo ist denn jetzt der Standrohrfuzzi hier? Der ist weg. Warum ist der weg? Jetzt blicke ich hier gar nicht mehr durch. Ich brauche einen Standrohr, Leute. Macht mal ein bisschen zügig. Der ist gerade weg. Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe extra dort drauf geklickt. Aber anscheinend möchte das Spiel gerade nicht. Tja, dann werde ich jetzt irgendwie probieren, da irgendwie vorzugehen mit Feuerlöscher. Fahrzeug 1 hört. Was anderes bleibt mir jetzt gar nicht übrig. Fahrzeug 7 hört. So, holt euch bitte mal einmal die Feuerlöscher. Rettung, Exzellenz, NF2, Leitstelle Kassel-Ansberg. Fahrzeug 7 hört. So, hier geht jetzt auch noch rein und hopp hopp weiter hier, komm. So, oh wow, Stand rausgesetzt, das ist ja prima, Mensch, das hast du schön gemacht. So, nimm mal bitte den Zebra in die Hand und kuppel den da jetzt ran. Hallo? Oh Leute, warum geht man nicht? Ich verstehe doch gerade nicht. Was hat der da jetzt in der Hand? Hat der jetzt einen Schlauch in der Hand? Ich glaube schon, oder? Nein, er hat ein Strahlrohr in der Hand. Er kühlt das erstmal runter. Ich kann leider keine Wasserversorgung herstellen. Das ist natürlich sehr schlimm gerade. Tja, das ist natürlich wieder. Was macht ihr denn jetzt hier? Da hinten brennt's doch noch. Hallo, was ist los? Ihr sollt das nicht kühlen, ihr sollt das löschen. Haben wir das gleiche Problem wie in der letzten Folge. Das ist ja auch nicht so geglückt, dass ich alles vollkommen löschen konnte. Wo ist der Einsatzleiter hier? Ach, guck mal, was macht denn der hier? Da ist der Standrohrfuzzi. Warum zum Teufel bist du in der Halle und nicht da draußen? Gott. Holy shit, was passiert hier? Wahnsinnig. Ja, die Feuerlösch-Gang ist wieder mit am Start und überall stehen hier Einsatzfahrzeuge. Das ist ja wirklich gigantisch. So, hat er jetzt den Schlauch wieder zurückgebracht? Nein, hat er nicht. Okay, verstehe ich jetzt auch nicht, warum er das gerade nicht macht. Könntet ihr bitte den Schlauch da jetzt aufheben? Das wäre wirklich sehr, sehr schön von euch, wenn ihr das jetzt machen würdet. Also so ab und zu ist diese Mod ein bisschen fehlerhaft. Also ich muss aber darüber sagen, es macht wirklich verdammt viel Spaß, das zu spielen. Also wirklich, also es ist auf jeden Fall viel, viel besser als das ganz normale Hauptspiel, also Emergency 4. Also das macht hier alles auf jeden Fall viel mehr Spaß als das Hauptspiel. So. Was passiert da jetzt? Ich kann jetzt irgendwie gar nichts mehr machen. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Die Brandmeldeanlage müsste ich natürlich auch noch ausschalten, aber wie zum Teufel geht das? Es steht leider nichts da. Also ich schätze mal, das ist die BMA. Da steht ja auch natürlich da, aber ich kann die leider nicht deaktivieren. Dann muss ich die Leute hier kurz wegschicken, dass ich da irgendwie rankomme. Ich probiere es mal kurz. Mit hier weg. Keine Aufgabe. Da muss ich da irgendwas drücken. Vielleicht, ich guck mal kurz hier oben in der Menüleiste. Vielleicht steht da irgendwas. Steht hier irgendetwas über die Brandmeldeanlage? Also ich sehe jetzt hier nichts. Das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Oder muss ich da irgendwie in die Halle reingehen? Tja. Das weiß natürlich nur die Person oder die Personen, die diese Mod erstellt haben. Ich kann die Feuerwehrleute auch gar nicht mehr manövrieren.
Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, sie sollen den Feuerlöscher hinlegen und wieder auf das Fahrzeug aufsitzen. Es geht gerade gar nichts. Ach, guck mal, das T-Lab ist auch schon da. Geht auch Status 4. Ja, liebe Leute, aber trotzdem, es hat funktioniert. Der Brand hat sich nicht weiterentwickelt. Ich hatte ein Glück ein paar Kameraden zur Stelle, die einen Feuerlöscher sofort in die Hand genommen haben. Ja, und dadurch bin ich sofort in das